Das ist ein Babyzimmer. Nein! Mit dieser Tapete hier, Jungs, oder? Das ist doch ein Jungszimmer hier. Nein! Hast du vor, willst du noch Nachwuchsplan? Die Mädchen wollen halt nicht immer nur rosa. Was ist daran verkehrt, eine bläuliche Tapete zu nehmen? Außerdem ist das rauchblau. Eine Frage an euch. Was würdet ihr machen, wenn ihr eine Wand habt, die aus roten Ziegel besteht, und wenn ihr da reinbohrt, kommen da ganz große Steine euch entgegen, so dass der Bohrer wegdriftet. Das heißt, ihr könnt gar kein gerades Loch bohren. Und dann ist es so, wenn ihr einen Dübel reinsetzt und ihn festziehen wollt, dann macht die Wand eine Beule. Das ist echt krass. Und das ist bei dir im Gäste-WC so. Ich hab gedacht, ich drehe durch. Heute machen wir aus diesem alten Kellerfenster einen Badezimmerspiegel. Ja, wie ich gerade eben erwähnt habe, möchte ich aus diesem alten Fenster, das war besser gesagt mal ein Kellerfenster, ein Badezimmerspiegel machen. Und das Ganze ist recht einfach, denn wir wollen vom Look vom Fenster nicht viel verändern. Wir wollen die Glasscheiben austauschen, dann wollen wir eine Spiegelplatte einsetzen, ist ja logisch. Und ich will das Holz so ein bisschen aufarbeiten. Wie ihr hier sehen könnt, ist hier auch schon der Wurm drin gewesen. Und ja, mal gucken, ob wir das Ganze noch retten können. Als allererstes, da das Fenster noch eingekittet ist, müssen wir den Kitt entfernen. Nämlich früher wurden die Fenster oder das Fensterglas eingekittet mit einem Kitt. Und das ist mit den Jahren, also normalerweise ist das schön weich, aber wie ihr hier sehen könnt, ist es schon ziemlich hart. Und um das zu entfernen, nehme ich einfach ein Stecheisen. Und das ist jetzt halt natürlich total mühselig. Ihr müsst den ganzen Kitt entfernen. Ich habe es bis jetzt immer nur mit einem Stecheisen gemacht. Und ihr müsst natürlich aufpassen, dass wir das Glas nicht beschädigen. Also das Glas ist jetzt in der Regel hier egal, es könnte ruhig kaputt gehen. Aber wie ihr hier sehen könnt, habe ich schon den Steg beschädigt. Das ist nicht so schlimm, weil wir den noch entfernen müssen. Aber trotzdem solltet ihr aufpassen. Nachdem wir dann den Kitt und die Scheiben entfernt haben, musste ich leider feststellen, also ihr könnt hier sehen, ganz, ganz viel Sägespäne, dass hier der Holzwurm drin ist, was ich sehr, sehr schade finde, weil es zerbröselt förmlich. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das Beste da rausholen. Was ich jetzt machen wollte, ist, dass diese Seite vorne ist, sprich der Spiegel kommt dann hier gegengelegt und ich wollte die schönen Metallwinkel hier, die wollte ich abschrauben und nach vorne schrauben, so wie auch den Wetterschenkel. Das hier vorne, das ist der Wetterschenkel. Und so muss ich mal gucken, dass ich den heile abbekomme, weil, wie gesagt, hier ist der Wurm drin und es kann sein, dass er zerbricht, dann ist der kaputt. Ich hoffe, Steffi wird mir das verzeihen, weil sie wollte den unbedingt vorne dran haben und ich sollte den ganz, ganz vorsichtig abmachen. Und der ist jetzt genagelt, das heißt, ich kann jetzt hier auch nicht mit einer Säge oder sowas beigehen. Ich muss halt versuchen, den vorsichtig runterzuhebeln. Ja, wünsche mir Glück. Jetzt muss ich ehrlich sagen, jetzt bin ich so ein bisschen enttäuscht. Ich wollte nämlich die Winkel auch abschrauben, das kann ich aber nicht, weil die Schrauben zu fest sind. Und dann ist es so, dass das ganze Fenster zusammenbricht. Eigentlich wollte ich den schönen Charme der Winkel, also von den Winkeln vorne haben. Es geht jetzt nicht, das muss ich mir überlegen. Machen wir jetzt. Den Steg wollte ich auch sehen. Sprich, man soll ja sehen, dass es ein Fenster ist. Und wenn ich jetzt die Scheibe jetzt hier vorne reinsetze, das Spiegelglas, sieht man den Steg nicht mehr. Sprich, ich werde jetzt das Ganze so nehmen. Normalerweise gehört auch so ein Wetterschenkel nach außen und nicht nach innen. Aber gut, je nachdem, wie das Fenster zu öffnen war, auswärts oder innenwärts. Der Wetterschenkel kommt nach draußen. Ich werde es erstmal hier so ein bisschen aufräumen und dann sehen wir uns gleich wieder.
Ich möchte jetzt natürlich den ganzen Schmutz runterschleifen, den ganzen Dreck, aber ich möchte halt den Charme vom Fenster noch behalten. Sprich, ihr dürft jetzt nicht zu viel runterschleifen. Also es ist halt je nach Geschmack, sage ich mal. Das Ganze wird dann später auch nochmal versiegelt. Das macht aber dann die Steffi. Ich nehme jetzt hier zum Schleifen meinen Multischleifer. Ist eigentlich eins meiner ersten Geräte gewesen, die ich hatte zum Schleifen. Ist recht günstig. Und diese Version ist mit Akku betrieben. Und damit, das ist wirklich sehr, sehr, also Multischleife, sagt ja schon der Name, sehr vielseitig einsetzbar. Und damit werde ich jetzt das Ganze schleifen. Fertig, so sieht der Rahmen jetzt aus. Schön Vintage, so wie der sein soll. Der Griff bleibt natürlich dran und die Scharniere auch. Mit dem Wetterschenkel allerdings bin ich mir so ein bisschen unsicher. So sieht das ganze Teil aus und das ist, guck mal hier, also das fängt schon förmlich an zu zerbrechen. Und ja, ich werde den jetzt erstmal, eigentlich war es so gedacht, dass ich den hier anbringe. Ich werde das aber erstmal weglassen. Und Steffi dann später entscheiden. Man kann den ja notfalls noch immer hier drauf kleben. Jetzt habe ich mir ein passendes Spiegelmaß bestellt. Ihr solltet das Ganze immer so ausrechnen, lichte Maß minus 5 mm, 5 bis 6, je nach Spiegelgröße. Denn so ein Spiegel kann mit der Zeit auch arbeiten. Das ist hier ein Spiegel, der ist etwas dicker, 6 mm. Und der müsste eigentlich jetzt hier super reinpassen. Natürlich, was so ein bisschen ärgerlich jetzt ist, ist, dass der Spiegel, beziehungsweise dadurch, dass jetzt hier ein Wurmloch oder ein Wurm drin war, dass wir hier komplett durchgucken können. Ich habe gerade noch mal fix mit Steffi telefoniert. Das soll alles so bleiben. Ich soll das nicht zumachen mit Holz oder mit Silikon oder. Sie möchte es alles so haben. Und dann lassen wir das Ganze so. Hat ja auch ein bisschen Charme, dass man vielleicht den Spiegel dadurch sieht. Ich habe mir jetzt nochmal passend dazu 4 kleine Hölzer zugeschnitten, das braucht ihr auch. Ihr könnt natürlich auch irgendwie Restmaterialien nehmen, die ihr habt. Und die brauchen wir unbedingt in den untersten Bereich und einmal oben. Oben vielleicht nicht so wirklich, aber ich mache das trotzdem sicherheitshalber. Die klemmen wir da rein, beziehungsweise kleben die mit Montagekleber fest. Ringsherum ziehe ich auch nochmal eine Naht mit Montagekleber, damit das wirklich auch richtig fest sitzt. Dieser Montagekleber trocknet mit der Zeit aus und wird transparent. Das ist halt das Tolle daran. Und der Spiegel hat dann einen sicheren Halt. 2 Tage später, nachdem das Ganze getrocknet ist, ich habe ja einen transparenten Montagekleber verwendet. Und es gibt in dieser Ausführung 2 Sorten. Einmal weiß und einmal nicht transparent. Und was macht der Mister? Der greift natürlich zum Weißen. Und das Weiß kommt hier so ein bisschen durch. Also wenn man den Spiegel so leicht so schräg stellt, dann guckt man natürlich nicht nach oben. Dann fällt es vielleicht nicht so auf. Ich hoffe, dass Steffi mir das Ganze abnimmt. Ansonsten kriege ich wieder Schläge oder ich weiß es nicht. Sag mal, bist du... Sag mal. Nein! Aua! Pass auf. Ja, Gute Teil hinkommt. Hab ich Warum hast du das gemacht? Du bist aua, doof! Wieso schlägst du mich denn jetzt? Du mich auslachst! Ich werd immer schlimmer hier. Du lachst mich aus. Du hast mir ja was mitgebracht, ja, Kaffee und Marmelade. Mach ich doch immer noch! Marmelade und heute schlägt sie mich. Das Fenster ist soweit fast fertig. Das Ganze muss natürlich nochmal gewachst werden, das macht die Steffi gleich mit uns. Und hinten, im hinteren Bereich, das solltet ihr natürlich vorbohren, bringe ich nochmal 4 kleine Schraubhaken an. Und jetzt machen wir uns auf den Weg zu Steffi. Mal schauen, was sie dazu sagt. So, da bin ich. Na, da bist du ja. Cool. Die Leute wollen nicht die Kamera sehen. Ja, das habe ich für dich gemacht. Sehr schön. So habe ich es mir gewünscht. Ja, richtig toll. Aus dem alten Keller. Ich freue mich. Ja? Also alles richtig gemacht, auch nicht zu viel abgeschliffen. Nee. Ich habe einen Wetterschinkel jetzt gehabt. Den hätte ich gern dran, ja. Der ist aber total voller Holz, wenn man das zerfällt schon. Den habe ich jetzt leider schon entsorgt. Ich hoffe, du bist nicht so sauer. Hast du den wirklich entsorgt? Ja.
Ich kann die noch aus dem Mülltonnen holen, aber ich habe den noch extra zerbrochen, damit es keine Chance für den gibt, wieder hier ranzukommen. Der ist wirklich total durch. Sag mal, ich wollte den aber dran haben. Du kannst ja nicht für mich entscheiden. Habe ich aber jetzt schon. Nee. Hinten haben wir ein Blumendraht angebracht jetzt. Genau. 0,5 mm Stärke und den nutzen wir als Aufhängung. Ich habe euch ja gezeigt gehabt gerade eben, dass wir zwei Schraubhaken angebracht haben. Meinst du, das hält? Das echt? Hält, ja. Wir haben zwei Schrauben an die Wand gebracht, beziehungsweise auch zwei Schraubhaken in einen Altbau. Oh, ich habe fast eine Krise bekommen bei deinen Wänden, ne? Und, ja, sanierter Altbau halt, ne? Da weiß man nicht immer, echt? Was so ein erwartet. Eine Frage an euch. Was würdet ihr machen, wenn ihr eine Wand habt, die aus roten Ziegeln besteht und wenn ihr da reinbohrt, kommen da ganz große Steine euch entgegen, so dass der Bohrer wegdriftet. Das heißt, ihr könnt gar kein gerades Loch bohren. Und dann ist es so, wenn ihr einen Dübel reinsetzt und ihn festziehen wollt, dann macht die Wand eine Beule. Das ist echt krass. Und das ist bei dir im Gäste-WC so. Ich hab gedacht, ich drehe durch. Naja, ja. Habe ich aber irgendwie hinbekommen. Ich hoffe, dass der Spiegel hält. Bevor wir ihn jetzt aufhängen, hast du ja nochmal gesagt, könnte man ihn jetzt, wie würdest du jetzt hier vorgehen? Also eigentlich ist das ja, also das hat ja auch schon irgendwie eine eigene Patina und ist ja alles in Ordnung. Aber ich würde, weil es ins Bad reinkommt, würde ich jetzt einfach tatsächlich das mit Wachs nochmal versiegeln, damit das eben einfach gegen die Feuchtigkeit geschützt ist und wir das auch abwischen können, von Staub befreien, was auch immer. Genau, dafür nehme ich einfach einen ganz normalen Bienenwachs. Und da würde ich das jetzt anstreichen. Das kriegst du mit einem Lappen auch oder mit einem Pinsel? Ich habe immer ganz oft gesehen, dass du einen Pinsel verwendest. Ich nehme gerne einen Wachspinsel. Es gibt extra so Rundpinsel für Wachs. Aber mit dem Lappen würde ich hier tatsächlich arbeiten wollen, damit wir hier in die Schrägen richtig reinkommen. Da sind die Finger einfach besser alles für geeignet. Um das gut, hier, ne? Dann bringen wir den jetzt an. Splitter schon. Lass uns den mal anbringen. Ja. Übrigens, im Hintergrund könnt ihr gerade einen Schreibtisch sehen, den wir gebaut haben. Darüber gibt es auch ein Video, ne? Ja. Willst du den Leuten mal sagen, wo das ist? Wie? Da oben. So, wir kommen jetzt mit, jetzt bringen wir den Spiegel mal fix. Wir bringen ihn mal an. Fertig! Tada! So sieht das Ganze jetzt aus. Und du hast die Lampe auch nochmal angebracht, ne? Sehr schön. Genau. Mit deinem Charme. Ja, die passt ganz gut dazu, fand ich, ne? Passende Deko haben wir auch schon. Ey. Ja, das war das Projekt. Ganz einfach aus einem alten Kellerfenster haben wir einen wunderschönen Hingucker gemacht. Also man muss nicht immer alles wegschmeißen. Nein, um Gottes Willen. Also ich bin ja sowieso nicht so, aber ich eigentlich ganz simpel, aber es ist jetzt auch kein neues Highlight. Aber ich denke, es ist wirklich ganz schön anzusehen. Genau. Ne? Ja, wir hoffen, euch hat das Ganze hier gefallen. Ja. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, unbedingt abonnieren. Mhm. Und hier ist das nächste Video oder dort. Und ich würde sagen, bis nächste Woche Freitag 19 Uhr. Ciao. Genau. Ciao. Kommst du mit? Kaffee trinken? Licht aus. Strom sparen, Kaffee trinken.